Ich möchte zu Fuß nach Köln, ob der Düxer Brück. Für den Nicht-Kölner scheint Köln eine Stadt zu sein, die nach eigenen Gesetzen funktioniert. Als Besucher hat man die Gelegenheit, eine wunderschöne Stadt zu erleben und Besonderheiten kennenzulernen. Es beginnt mit dem Dom, der einzigartig ist, und geht weiter mit dem Kölner Karneval, der nach Kölner Meinung der schönste der Republik sei. Der Besuch eines Brauhauses ist in Köln ein zwingender Punkt auf jeder Besuchsliste. Wenn man dann mit dem Taxi nach Hause oder ins Hotel fährt, hat man noch einmal die Gelegenheit, eine totale Überraschung zu erleben. Ich möchte zu Fuß nach Köln. Wenn man das Glück hat, kommt das Taxi 350 von Kürsat Isikoglu, der aus der Türkei vor 30 Jahren nach Köln gekommen ist. Mittlerweile ist er überzeugter Kölner und infiziert mit seinem Frohsinn jeden Fahrgast, der bei ihm einsteigt. Sein Taxi ist eine rollende Disco mit allem drum und dran, in der das Entertainment inklusive Disco-Kugel und Rauch im Fahrpreis inbegriffen sind. Jürgen Umland kann seine Begeisterung kaum fassen. Ja Leute, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ja. Einer der singenden Taxifahrer von Köln. Grandios. Vom Brauhaus hier. Man kann es nicht glauben. Man kann es nicht glauben. Sag mir mal deine Taxinummer. Ich bin die 350. Easy Taxi. Du bist die 350. Also, wer in Köln ist, wer eine bekloppte Fahrt machen will, ja, mit 111 Kilo Lebendgewicht, ganz toll, ja, der ist hier genau richtig. Mann, das habe ich auch noch nicht erlebt. Also, ihr wisst Bescheid, viel Spaß in Köln! Ich möchte zu Fuß nach Köln, ob der Büchser. Kürsat singt live für den Fahrgast und der hat dann am Mikrofon die Möglichkeit, seine Karaoke-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ich muss mich da. Da lohnt ein Anruf, um sicher zu sein, dass Kürsat kommt. Für den, der noch nicht da war, lohnt sich aber auf jeden Fall ein Besuch in Köln, und zwar zu jeder Jahreszeit. Und dann drückst du auf mich.